Und willkommen hier auch wieder zurück. So, beim letzten Mal haben wir den Englischunterricht auch vergeigt. Wurden nochmal festgehalten, weil ich ihn aus Versehen ein Kind geschlagen habe. Und habe jetzt mal ein bisschen mit der Steuerung rumgeswitcht. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Mitteltaste nämlich rumklicken, weil ich habe nämlich Angst, dass es passieren wird, dass meine Shift-Taste sich einrastet. Und das soll jetzt natürlich nicht passieren. So, jetzt müssen wir auf den Unterricht schauen. Ist natürlich schon spät wieder hier. So, welche Taste hatte ich jetzt dafür wieder? Ja, ne? Genau. Öffnen eher, laufen E, Waffe bzw. Inventar oder Waffe abwählen mit Q. Das läuft eigentlich ganz allgemein, damit hier kann ich Mausrad funktionieren. So, was müssen wir denn machen? Schleuder. Okay, irgendwas ist mit der Schleuder jetzt zu machen. Was genau? Keine Ahnung. Sehen wir ja gleich, wenn wir die Quest genommen haben. Also es geht mittlerweile mit der Steuerung. Muss man sich nur dran gewöhnen. Start. Schleuder. So, that's a good idea, right? Yeah, okay. Alright, sure. I'll do it. Hey, man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ich glaube, das tat weh. Aber es gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon. Hat drei Folgen, die super anlaufen hier. Gefällt mir das auf jeden Fall. Jo, machen wir. Noch mehr. Halt die Klappe. Können wir keine Hosenzieher verpassen hier? Irgendwo zum alten Schulbus da hinten hin. Bis Gabby da wiederkommt, ey, da können wir schon mal schnarchen. Da können wir schon mal hinlatschen. Da, alter Schulbus, da ist er doch. Ah, eingewöhnung an die Schleuder. Next. Ah, das gefällt mir schon mit der Schleuder. Gut, dass wir keine Munition dafür brauchen, aber will ich hoffen. Gut, laden tut's immer noch nicht so ganz okay. Da muss ich vielleicht noch was ändern. Vielleicht gibt es noch einen erweiterten Patch. Bis jetzt habe ich noch keinen Patch gefunden. Ich habe nur das Problem mit dem Laden herausgefunden. Das war halt das super, dass ich halt das spielen konnte jetzt hier. So. Oh. Sport halt bzw. Athletik hier. Ah, ich laufe mal vor. Man hört im Hintergrund noch so ein paar Jets hier rumfliegen, aber ob man das braucht wirklich so, ist immer so die Sache. Decke. Okay. Warte mal, sind die Äpfel? Kann man die nicht aufsammeln? Schade. Ah, ist okay. So, auf den Ast setzen eher. Alles klar. What are you doing, you lazy guts? Get going! I didn't tell you to stop! Why are you stopping, you damn slackers? I didn't tell you to stop!
hast es geschafft. 5% Respekt mehr bei den Strebern. Hinten blinkt was auf der Tafel. Another job well done. Und tschüss. Rette ein bisschen Hilfe und rette Algi. Oder Algi. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Guten Tag. Lass den Schreber doch in Ruhe. Nein, nicht mich. Tschüss. Tschüss. Lauf, 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 aus. Tag. Muss ich jetzt eigentlich schlafen gehen hier? Ja. Scheint auch, man muss schlafen gehen. Ah, ist klar. Weil sonst wären wir wieder verfolgt oder so. Okay, den können wir zum Beispiel nicht nehmen, da ist jetzt Symbol verschloschen, weil die jetzt schlafen gehen müssen anscheinend. Aber wie ich sehe, können wir hier drüber springen. Genau. Oh, da ist was. Da ist ein Gummiband, glaube ich. Blip. Ist hier noch was hier hinter? Die Maus, die schläft noch hinterher. Ich glaube, ich kann die noch mal ein bisschen erhöhen. Komm, erhöhen wir sie mal ein bisschen. So, ja, so ungefähr passt das Ganze auf jeden Fall gut. Oh, gut, der hat ihn abgelenkt. Das heißt, wir können hier reingehen. Und können ein bisschen Hilfe annehmen. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Yeah. That'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Juhu, Ärger machen. Beam Cola. Und gleich wieder Geld ein für Schleichwerbung. Er lädt. Ah, es geht. Gonna be fun. Okay. Suche den Landstreich hinter dem alten Schulbus. Alles klar. Okay, die sucht mich nicht. Oh. Hey, Jimmy, tell me about this guy. Does he like to go in his own pants? Okay. Die gibt's Schlägerei. 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 Ich weiß jetzt nicht, ob man müde wird. Das ist natürlich auch nicht. Ah, da blinkt was. Blinky, blinky, blinky. Alles, was blinkt, ist meins. Ein Beutel murmeln. Das klingt da immer gut. Warte mal. Achso. Ja. Here's hoping someone gets badly hurt. Ah. Come on, don't kill me. Come on, girly, fight. Toll. My love for fighting boys. Nervensägen, jetzt kann ich wieder zurücklatschen hier. Warum? Achso, die suchen mich jetzt natürlich, ist klar. Ah, jetzt hat sich wieder abgelegt. Jetzt müssen wir es nochmal machen, zurücklaufen. Nur weil ich den da abgeschossen habe, oder was? Weil er den natürlich mit der Maus jetzt ausgewählt hat. Das heißt, ich müsste doch vielleicht kompatibel mit dem Controller machen. What was I gonna go?
wäre natürlich super. Müsste ich mir mal relativ sowieso... Was bist du denn da so wie eine Waldelf hier durch? Geil. Werf Eier dagegen. Ich will auch Eier dagegen werfen. Eier. So, nochmal. Ein bisschen Hilfe, ein bisschen Hilfe. Go on, Petey. Kann ich das nicht überspringen? You cry to the teacher. Ja. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk. Der hat doch nichts getan. Nix getan. Lädt und lädt. This is gonna be fun. Okay. Ich muss wieder angewöhnen, dass ich das auf den mittleren Maustaste gelegt habe. Ansonsten sollte es eigentlich klappen. Hey Jimmy, tell me about this guy. Does he like to go in his own pants? Na, er kann so wieder Leute in eine Mülltonne oder was? Auf jeden Fall gefällt es mir auf jeden Fall. Ruckelt noch ein bisschen, aber sich bestimmt auch, obwohl ich kontinuierlich das 30 FPS habe. Verwunderlich. Lass ihn in Ruhe. I'm gonna make your life a misery. We gotta help. Get closer. Oh, you I'm like gonna make that, your right? life a misery. It was a tiger. We gotta help. We gotta help. Och, Mann. Like I'm gonna make your life a Wichser. Blöder Wichser. Leg dich mit jemand anders an. Weil ich ihn wieder angeschossen habe. Ninja. Zack, vor so töten. Och, nerv nicht. Tschüss. Das ist natürlich schon wieder blöd. Oh. Troublemaker? Ja, yeah, Troublemaker. Er ist der Troublemaker. Ich wollte doch ihm nur helfen. Jetzt habe ich den einen Kleinen wieder angeschossen. Und das wollte ich doch nicht. Wirft er da immer noch mit Eiern? Jetzt schon wieder ein anderer da. Egal. Mach ruhig. Boys, boom. Warum wirft er denn bei den Jungs da rum? Ist auch ein bisschen komisch, ne? Kann auch bei den Mädels Go on, Petey. Ja, come on. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're... Oh, hat er wieder den Namen Petey geärgert. Ja, ja. Alle guten Dinge sind drei, oder wie war das? This is gonna be fun. So. Da vorne ist Girls. Du. You should be grateful you're not the victim for once. I guess. Dwarm. Hey, Jimmy. Tell me about this guy. Does he like to go in his own pants? Meine Tastatur will nicht. Moment. Vielleicht jetzt aber. Jetzt kommen wieder drei Pappnasen um Ecke. I can't believe I switched my meds again. So much. Alter. Okay, I'm gonna make your life a misery. You both I'm gonna make your life a beide. Nimm doch beide. Schlag sie beide. K.O. I'm gonna make your life a misery. You both idiots. Remember that for next time. I'll break every bone. Oh, noch einfach. I'm gonna make your life a misery. Oh. I'm gonna make your life a misery. Get closer. Come on, panty. I'm gonna make your life a misery. Get away. I'm gonna make your life a misery. So geht das doch. So, hier jetzt rein oder wie? Friends? Guten Tag. Da, Gummiband. Cool. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Gummibänder schaffen zu sammeln oder allgemein alles zu schaffen zu sammeln, aber sehen wir ja an. Ab zum Landstreicher. Guten Tag. Herr Landstreicher vielleicht da? Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem?
That's a long story. You got any liquor? No, nee. I'm 15. What about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Nice, nice, nice. Finde ein Transistor.